Hi, hier ist Marvin. Heute geht's um das App-Cache-System von Kirill Obeng. Dieser Kurs ist ein Anfängerkurs. Ganz klar für Leute, die Affiliate-Marketing lernen möchten. In dem Kurs werden einige Strategien gezeigt, wie du das schaffen kannst, also wie du deine ersten Provisionen generieren kannst. Und das möchte ich dir gern heute vorstellen. Ich zeige exklusiv den Kurs. Ich zeige natürlich keine Inhalte, aber ich zeige euch auf jeden Fall, wie dieser Kurs aufgebaut ist. Und falls euch dieser Kurs interessiert, ist er natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt, auf meiner Seite Kurserfahrung. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich im Kurs. So, jetzt sind wir auch im Kurs angekommen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich das Willkommensvideo. Hier kurz ein ganz schneller Überblick, was es so gibt. So, es gibt 6 Kapitel. Aber wir fangen erstmal mit dem Willkommensvideo an. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall mal das Willkommensvideo gesehen. Und als nächstes zeige ich euch ein bisschen was und sag da meine persönliche Meinung zu. So, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. Also, anfangs geht es erstmal darum, die Begrüßung. Wie das mit Live-Updates ist, wie das überhaupt funktioniert. Und dann natürlich auch, es ist halt immer Mindset. Also Affiliate-Marketing ist einfach Mindset. Also wenn du ehrgeizig genug bist, kannst du immer Geld verdienen damit. So. Dann geht es erstmal darum, was ist überhaupt Digistore? Also woher kriege ich überhaupt meine Produkte, die ich bewerben möchte? Natürlich gibt es außer Digistore noch einige andere Plattformen, aber der App, also der Kurs, zeigt auf jeden Fall Digistore. So, und dann wird dir auch gezeigt, wie du diese Links sozusagen versteckst, weil wenn du anderen einen Digistore-Link schickst, dann wirst du niemals was verkaufen. Weil dann sieht er direkt, guck mal, der will nur Geld. Und da kauft keiner. Das ist einfach so. So, und dann geht's auch schon ins Eingemachte. Dann fängt er an mit Facebook. Also generell, wie das überhaupt ist, auf Facebook Geld zu verdienen.
Dann zeigt er dir drei Strategien. Eine, wo du halt auch sehr viel mit Kunden in Kontakt kommst. Dann auch eher welche so für Leute, die eher so introvertiert sind und lieber wollen, dass die Kunden auf einen selbst zukommen. Und die dritte ist auch so ähnlich. Also da kommen die Kunden auch eher zu einem hin. Und so. Dann gibt es ein großes Kapitel über Instagram. Weil man kann gut Geld auf Instagram verdienen. Das ist einfach so. Jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, der weiß das. Und dir wird halt gezeigt, so wie man überhaupt über Instagram Geld verdient. Also was musst du überhaupt machen, damit Leute deine Produkte über Instagram verkaufen, kaufen natürlich. Und ja, und dann geht's halt auch weiter, wie du dein Profil strukturell aufbaust, ja. Was es für Strategien gibt. Wie du siehst, hier gibt's einige Profi-Hashtags-Strategie, Live-Kommentar-Strategie. Also wie gesagt, dir werden einige Strategien gezeigt. Und dir wird wirklich alles rund um Instagram erklärt und wie du da am besten Geld verdienst. So. Und als nächstes kommt die gute Fragestrategie. Da geht es einfach darum, wie du in Foren, also jetzt ob gute Frage oder Reddit oder so, wie du dort Traffic generierst, also sozusagen Aufrufe für deine eigenen Produkte. Das wird auf jeden Fall dir dort gezeigt. Und danach kommen noch ein paar Extras, wie du zum Beispiel eine Landingpage aufbaust, so wo die Kunden sozusagen draufkommen. Und wie du zum Beispiel eine eigene Convert-Link-Domain baust, wie du zum Beispiel deine, ja, deine Produkte trackst, was du dafür tun musst. Und zu guter Letzt, wie du halt ein Gewerbe anmeldest. Und meiner Meinung nach, wenn du zum Beispiel noch nie mit Digistore Geld verdient hast, ob du dich mit Affiliate Marketing jetzt schon seit Jahren beschäftigst und kein Geld damit verdient hast, oder ob du jetzt erst am Anfang bist, das ist ganz egal. Also ich persönlich finde die Strategien sehr, sehr cool. Also wenn man selbst nicht so weiß, ja, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie soll ich denn jetzt die Produkte bewerben? Wie soll ich denn da Traffic drauf machen? Ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kurs. Du kannst dir dann auch zusätzlich noch hier die Turbo Cash Formel besorgen. Darum geht es einfach, wie du dein, also wie du dein System automatisierst. Ja. Und außerdem kannst du ja auch noch ein Coaching holen. Also wenn du zum Beispiel deine ersten Einnahmen machst und sagst irgendwann, boah, ich möchte viel mehr Geld machen, dann kannst du dir ein Coaching holen. Der hilft dir dabei, dass du deine Ziele erreichst. Aber ich muss persönlich auch sagen, ich habe jetzt nur mit Daniel geschrieben. Das ist, der ist auch in dem Team drin von Kirill. Und ist sehr freundlich und er antwortet dir auch sehr, sehr schnell. Also wenn du zum Beispiel Fragen hast, die antworten dir eigentlich sehr schnell. Also die coachen dich natürlich jetzt nicht die ganze Zeit über ihre Support-Seite, aber sie helfen dir auf jeden Fall. Das heißt, wenn du zum Beispiel ganz viele Fragen hast, so normalerweise antworten die dir mindestens ein, zweimal pro Tag. Mindestens. Also bei mir haben sie auf jeden Fall öfters geantwortet. Wie gesagt, super Anfängerkurs. Als Erfahrener, der schon mehrere hundert Euro verdient, sage ich ehrlich, bringt nichts. Also, weil der kennt die Strategien einfach. So, wenn er jetzt sagt, so, guck mal, ich bin erfahren, verdient schon mehrere hundert Euro, aber mich interessiert dieser Kurs trotzdem, klar, kannst du ja auch holen, ne? Also, warum nicht? Und ja, wie gesagt, ihr findet auf jeden Fall hier auf meiner Webseite noch
paar Eckdaten, ein paar Infos, wenn ihr euch das genauer durchlesen möchtet. Ich verlinke das Produkt auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ja, falls ihr Fragen habt, gerne auf Instagram, da heiße ich Kurserfahrung, oder auf Facebook oder einfach kommentieren. Wenn ihr zum Beispiel Vendor seid und irgendein Produkt für mich habt, was ich mir vielleicht mal angucken soll und wo ich vielleicht meine Meinung zu sagen soll, gerne in den Kommentaren oder gerne über Instagram oder so. Oder wenn ihr zum Beispiel irgendwelche anderen Kurse habt, wo keiner ein Video bis jetzt gemacht hat, schreibt mir einfach. Dann hole ich mir den Kurs, dann gucke ich mir den an und dann sage ich da meine Meinung zu. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auf für jeden Abo, für jedes Abo und für jeden Kommentar, für jeden Like. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat.